Schön, dass du da bist. Willkommen zu diesem Guide. Wir wollen uns heute angucken, was man für die Flammenstufe 5 und 6 benötigt und wo man die Materialien findet. Deiner Stufe entsprechend sind das alles Materialien aus dem Wüstenbereich. Minzpilzfleisch bekommst du von diesen überdimensionalen grünlichen Pilzen, eben Minze, aus dem Schraut. Die wachsen dort eigentlich überall. Ammoniakdrüsen bekommst du von diesen netten Gesellen, die auch im Schraut zu Hause sind. Die sind nicht ganz ungefährlich. Sie versprühen ein Gift und wenn du da reinkommst, bist du relativ schnell tot. Du schießt diese roten Drüsen an den Seiten des Tieres ab. Und wenn das Tier besiegt ist, oder die Pflanze, keine Ahnung, dann kannst du einerseits natürlich hier das, was dort liegen geblieben ist, durchsuchen und bekommst diese Ammoniakdrüse. Sie hat aber unterwegs auch noch Ammoniakdrüsen verloren, die du dann später noch einsammeln kannst. Und warte ab, bis du, nachdem sie gestorben ist, dort reingehst in das grüne Gift, denn sonst bist du auch tot. Räubusch sind diese grünen Büsche, die ihr auch in der Wüstenregion findet. Ich habe sie bei mir hier schon im Garten. Sie sind entweder ganz grün oder sie haben eben gelbe Blüten. Ich kann empfehlen, sie einfach direkt im Garten anzubauen, weil so oft findet man sie nicht in der Wüste. Ich habe einen Standort rechts vom Umbra-Krater. Dort gibt es eine Farm, die heißt Schönscheun. Und von dort aus kann ich eigentlich alle Materialien, die wir für die fünfte Aufwertung benötigen, farmen. Das gilt auch für die fossilen Knochen. Die könnt ihr eigentlich gar nicht übersehen. Davon gibt es sehr viele auch. Und ja, das sind halt alte Skelette von irgendwelchen Dinosauriern, die ihr entsprechend hier mit einer Spitzhacke abfarmen könnt. Der einfachste Platz, um Zinnerz zu bekommen, ist auf der linken Seite des Umbra-Kraters. Dort führt ein Weg in den Krater rein. Zur Orientierung hier mal, wo wir uns befinden, die einzelnen Markierungen. Und dort ist mein Marker. Dort geht der Weg in den Krater rein und dort findest du das Zinnerz am Hang. Irgendwann erhältst du eine Quest vom Alchemisten, dass du seinen Eisentopf wieder besorgen sollst. Und er schickt dich an diesen Platz, wo viele Menschen erstarrt sind als Figuren. Und im Prinzip ist es so, du musst diesen Figuren folgen. Und zwar zeigen die immer in eine bestimmte Richtung. Irgendein Arm oder so zeigt immer in eine Richtung. Und du folgst den ausgestreckten Armen und kommst dann in den Schraut hinein. Das heißt, du wirst deinen Endkampf auf diesem Level mit im Schraut machen müssen. Der Weg führt dich in eine Höhle bzw. durch eine Höhle durch. Hier gibt es auch noch vereinzelt Figuren, die dir den Weg zeigen. Und irgendwann kommst du aus dieser Höhle wieder raus und kommst auf einen Platz, wo wiederum sehr viele Figuren stehen. Und dort findest du dann die Brutmonstrosität. Das ist links von der Nomadenanhöhe. Ich fand den Boss etwas leichter zu bekämpfen. Man kann an ihn rangehen. Gut, ich bin immer noch ein Stärkekämpfer hier weitestgehend. Was ein bisschen fies ist, irgendwann sendet der so kleine Wespen oder so aus, die dich etwas nerven und natürlich auch deine Gesundheit schädigen. Aber im Grunde genommen ist er eher unbeweglich und du kannst ihn ganz gut bekämpfen. Damit können wir dann unsere Flamme auf die Stufe 5 upgraden und bekommen dadurch dann 8 Altäre, die wir aufbauen können. Und die Miasma-Passier Stufe 5. Als nächstes musst du ins Ödland und hier gibt es diese netten Drachen am Himmel. Die sind natürlich nicht so leicht zu bekämpfen für mich als Stärkekämpfer, aber geht ganz gut eigentlich. Ich komme damit ganz gut klar. Und im Ödland findest du wirklich relativ einfach all die Dinge, die wir benötigen.
Als erstes haben wir hier mal den Schwefel. Und wie gesagt, das gibt es ja alles in rauen Mengen und du kannst die Punkte eigentlich gar nicht verfehlen, wenn du erstmal hier bist. Dann haben wir hier die Juckerpalmen, von denen du natürlich die Juckerfrüchte bekommst, wenn du sie fällst. Man bekommt nicht unbedingt jedes Mal eine Juckerfrucht. Lapislazuli kannst du eigentlich ganz gut erkennen daran, dass es eben solche blauen Adern sind hier im Gestein und auch überall zu finden, in Höhlen oder eben einfach direkt hier am Boden, meistens sogar ziemlich in der Nähe von Schwefel. Ja, und dann haben wir hier noch die Safranpflanzen, die du ebenfalls ernten musst. Und die sind auch gut zu erkennen, weil sie so schön lila sind. Ich bin jetzt hier im Ödland und ja, hier ist wieder mein Standort Schönschein. Von dem aus bin ich ja schon in die Wüste gegangen und jetzt dann eben hier direkt in das Ödland. Also der Standort ist echt ideal. Jetzt brauchen wir noch Eisenerz und da wäre eine Option, dass ihr von der Ödlandwarte aus hier gut in diesen Bereich reinreisen könnt. Sofern ihr sie schon freigeschaltet habt, kommt ihr natürlich gut ins Ödland damit. Wir müssen zu dieser Kuppenmine und das ist der einzige Bereich, den ich kenne, wo es Eisenerz gibt. Es gibt natürlich noch andere Stellen, wo es auch Eisenerz gibt. Aber ja, ich bin bisher immer hierher gegangen. Die anderen fand ich jetzt auch nicht ganz so einfach zu finden. Hier muss man allerdings einige Gegner erstmal beseitigen und dann gibt es auch noch eine Miasma-Wurzel, die du beseitigen musst, bevor du dann in Ruhe hier Eisenerz ernten kannst. Der Vorteil ist auf jeden Fall, wenn die Miasma-Wurzel weg ist, dann hast du hier immer einen Bereich, wo du schnell mal das Miasma verlassen kannst und zum Beispiel nach Hause reisen kannst. Der Brutsichelkopf-Boss, den wir jetzt als nächstes brauchen, ist im verfluchten Tempel. Und ich fand das etwas tricky zu finden, weil ihr müsst eigentlich nach Bruchshafen und das könnt ihr machen von der von der Ödlandwarte oder von der Nomadenanhöhe aus. Und wenn ihr dann in Bruchshafen seid, müsst ihr euch, wenn ihr reinkommt, auf der rechten Seite halten, den Berg hoch und kommt dann hier zu diesem Tempel. Und ihr seht es, da oben wird jetzt immer noch angezeigt, 140 Meter bis zum Ziel, aber im Prinzip seid ihr jetzt da. Und ihr müsst euch dann hier durchkämpfen, ein kleines Rätsel lösen, um das Tor zum Boss zu öffnen. Und ja, der ist nicht ganz ohne. Dann haben wir alles zusammen und können unsere Flamme auf Stufe 6 upgraden, was momentan eben die letzte Stufe ist, die du hier bekommen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß im Spiel!